Tja, hallo Freunde, hier sind wir auch schon zurück nach der letzten schönen Spende des Bug 110 Klassikers. Hier ein französischer Klassiker in einer neuen modernen Ausführung mit einer wirklich coolen Lederscheide dazu. Schön mit Clip zum Magnetdruckknopf, auch cool. Und da drin sitzt ein kleiner Abziehstahl. Kann man mal kurz die Klinge drüber ziehen, wenn wir die ein bisschen hier reindrücken ordentlich, dann geht er auch nicht verloren. Und ein Opinel 10 in dieser Spezialausführung mit dem großen Korkenzieher. Ne? Eigentlich das perfekte Messer für den Franzosen. Ne? Zur Brotzeit schön mit Käse. Das Messer zum Brot schneiden. Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch. Ne? Dazu ein bisschen ein guter französischer Käse und natürlich eine schöne französische Flasche Rotwein, und dann hat man hier auch gleich einen schönen Korkenzieher dabei, schön mit Seele, ne? Greift sehr gut ins Korkmaterial, dass er robust genug ist. Ne? Hier ist ein Kunststoffeinsatz eingelassen und durch das Metall bis rüber in das Holz haben die hier eine Achse durchgesetzt. Ne? Also sollte halten, das ist ja auch recht hartes Holz. Ich würde sagen, dass bevor wir das Messer hier in der Aktion zurück in den Gierkreislauf schaffen, wo sowas hingehört, werde ich auf jeden Fall mal diesen Korkenzieher ausprobieren. Habe ich schon wieder einen Grund, eine Flasche Wein aufzumachen. Ne? Ist jetzt nicht wegen Wein, das ist nur rein, um den Korkenzieher zu testen. Ne? Ja, habe ja demnächst Urlaub. Da kann man sich dann schon mal ein Gläschen Roten genehmigen. Ne? Und dann werden wir das mal stilecht mit diesem Taschenmesser probieren. Ne? Cool, ne? Ich habe sie schon gesehen, diese Opinels, im Internet, auf der Seite bei denen, aber noch nicht in der Hand gehabt. Aber wirklich cool. Das 10er hat eine schöne, große Klinge. Ne? Für die Küche super, diese Opinels. Ne? Die gehen sauber, fein runter auf Null. Tolle Klingen. Ist die rostfreie Version. Aber kein Stress mit Tomatensaft und sowas, das greift dann schon mal, man werde den Carbonstahl schon angreifen und den schnell eine schöne Patina verursachen. Ist auch gut vor draußen, ich sehe es jetzt, das hat eine super scharfe 90 Grad Rücken, ne? Damit kann man wahrscheinlich auch gut einen Feuerstahl noch anreißen und andere Sachen kann man gut zum Schälen nehmen. Hast du mal geschwind eine Karotte oder irgendwas, kriegst du damit wunderbar. Hat eine Kartoffel mit einer so einer scharfen Kante geschält. Habe ich schon ausprobiert mit einem Real Steel Bushcraft. Cooles Teil, das Opinel. Und ich muss sagen, ist zwar so nicht ganz traditionell, aber ich finde es wirklich cool. Coole, sinnvolle Erweiterung. Ne? Perfektes Picknick-Feierabendmesser. Ne? Gut, der Deutsche bräuchte eher so der Flascheöffner dran, ne? Für den Franzosen den Korkenzieher. Cooles Teil. Starke Tasche dabei. Und vor dem Gebrauch kann man das hier nochmal ein bisschen abziehen. Ne? Cool. Also das werden wir auf jeden Fall mal antesten. Und dann kommt das auch wieder in die Kiste zu den anderen Giveaways und wird auch wieder in einer schönen, sinnvollen Aktion, am besten wieder verbunden mit einer Sache für den guten Zweck, an einen neuen Besitzer, an den Mann gebracht. Ne? Also an dich vielen recht herzlichen Dank. Weit in den Norden hoch, ne? Derjenige weiß, wen ich meine. Super. Danke für die tollen Sachspenden. Ne? Das Weihnachts-Giveaway ist ja jetzt noch am Laufen, fast am Ende. Ne? Da wurden 25 Preise, werden da auf die Reise geschickt. Da ist es nicht schlecht, wenn hier schon wieder Nachschub für die nächste Aktion ankommt. Dass das hier niemals aufhört und langweilig wird. Ne? Also Leute, wir sehen uns hier bald wieder zu neuen verrückten Aktionen. Und bis dahin sage ich, haltet stets ein Taschenmesserchen griffbereit. Und wenn es noch einen Korkenzieher dabei hat, umso besser. Ne? Okay Leute, danke fürs Reinzeppen, Bewerten, Kommentieren. Heute mal kurz mit dem Opinel 10 in der Special Korkenzieher Edition. Okay, bye bye Leute, macht's gut, ciao.